liebe Gio, liebe Ulrike, herzlichen Dank, dass ihr euch nochmals Zeit genommen habt, um ein kurzes Gespräch über unseren Event abzuhalten, weil die Zeit rennt. Es gibt sicher einige Fragen, die beantwortet werden sollten. Und heute Morgen ist mir was Besonderes aufgefallen. Es ist 5:05. Was hast du, also die Zeit bleibt stehen, was hast du mit dieser Einleitung bezwecken wollen? Ja, weil es 5:12 ist. Ganz einfach. 5:12 und die Zeit bleibt stehen, das war etwas, was ich heute Morgen gelesen habe. Und zwar bei einer schönen Internetseite, die heißt Transformation. Und ich habe das jetzt auf unsere Seite gesetzt, da kann man das dann auch nochmal die vier Teile hintereinander nachlesen, denn da musst du immer suchen. Es hat mich begeistert, muss ich dazu sagen, denn ich habe immer manchmal ein bisschen Zweifel gehabt, wie jeder normale Mensch bei unseren Messungen. Dann habe ich Julie gefragt, denkst du, komm mal, mess mal nach, kann das so sein? Und zwar ganz spezifisch jetzt bei den Levels. Da war am Anfang dieses Monats, waren wir rapide in ein, zwei Tagen ein ganzes Level voll gemacht, also gesteigert. Und jetzt sind wir schon so lange Zeit, so viele Messungen auf dem Level 14, also angefangene 14. Und da habe ich gedacht, was soll das sein? Wie soll das gehen? Ja? Und da kommen dann auch bei mir selbstverständlich sehr viele Fragen, die ich mir stelle. Und an sich habe ich einen Teil dieser Fragen durch dieses Lesen von diesem Channeling. Channelings, weißt du, Michael, die kontrolliere ich immer nach, wie viel Wahrheit da drinsteckt. Das hier war über 90%. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist super. Denn das hat mir viele meiner Fragen, die ich mir gestellt habe und Zweifel, die ich hatte, ausgeräumt. Ja? Und so, das war die Ursache von diesem. Was denkst du denn, was das mit unserem Event zu tun hat? Also 5:12, die Zeit bleibt stehen. Ja, dass, wenn man diesen Artikel liest, von 1 bis 4, die Teile 1 bis 4, dann sieht man den Werdegang. Das heißt, da wird beschrieben, warum, dass es sich verlangsamt hat. Das heißt, von der geistigen Welt wurde uns ein gewisser Zeitraum, wie würde man sagen, auf Deutsch, gegeben oder bestimmt oder wie auch immer. Ich bin meine Luxemburg, ich habe da manchmal Probleme, das richtig in Deutsch auszudrücken. Auf jeden Fall ist es so, dass nicht alles so direkt kommt, wie wir das möchten oder uns vielleicht in Wunschvorstellungen wünschen würden. Und alles hat seine Zeit. Und unsere Zeit, das ist unsere Zeitrechnung, wo wir leben, ne? Denn im Universum gibt es keine Zeit. Und diesen Vergleich kann man da dran ziehen. Und wenn die dann vermitteln und übermitteln, dass die Zeit stillsteht oder eben gebremst wurde, aus verschiedenen Gründen, dann habe ich mich darauf riesig gefreut, um auf deine Frage zu antworten, was das mit unserem Event in Basel zu tun hat, dann freue ich mich darauf, denn da werden wir ganz präzise Antworten von der geistigen Welt erhalten. Du mit deinem Himmelsdoktor Erzengel. Raphael, der dir dann alles vermitteln wird, wie immer bei deiner ganzen Arbeit. Und unser Freund Michael, der sehr stark mit Merlin verbunden ist, er wird dann seine Version von einem aufgestiegenen Meister uns erklären, was das mit auf sich hat und ich habe das Vorrecht, wie meistens, dass ich das über Joshua nachfrage und da werden wir das Neueste bekommen, was zu dem Zeitpunkt wichtig ist zu verstehen,
was uns alle betrifft und unsere Zukunft angeht. Ah, sehr gut. Also jetzt nochmals, um auf den Artikel zurückzukommen, setzt du den jetzt auf deine Webseite? Oder ja, so? Den setze ich auf die Webseite unter dem Artikel 5 vor 12, ganz verständlich. Und dann kann jeder sich das nachlesen, dann ist das einfacher. Ich werde die 4 Artikel alle auf eine Seite, dann kann man das fortlaufend lesen. Gut. Und freust du dich jetzt auf die Einlagen auch von Barbara Wilde oder Wild? Ja, ich denke, auf die Barbara, da freuen wir uns alle, weil sie praktisch zwischen den einzelnen Sequenzen uns immer Musikstücke vorspielen wird. Und das ist also wunderbar. Live ist das, ne? Live, ja, mit ihrer Geige, wunderbar zur Entspannung und eben auch zum Einschwingen, denke ich mal, auf das und zum Einschwingen und Einstellen auf die einzelnen Channelings, Gespräche, was auch immer. Ne? Ja. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass das auch Frequenzen sind, genau. Energie sind. Genau. Und je gefühlvoller das rüberkommt, desto mehr Nutzen haben wir von all den anderen Dingen. Ja, also ich zu mir kann nur sagen, ich werde einen kurzen Abriss geben über die germanische Mythologie, was da abgelaufen ist. Da bin ich ganz gespannt, denn ich kenne mich nicht so aus mit der Drohne. Zu Zeiten habe ich zu lernen, wo die Geschichtsschreiber gar nichts darüber schreiben. Okay. Mach ganz schnell einen Abriss und zeige noch 2-3 Runen, wie die alten Germanen sich damit mit der Göttlichkeit verbunden haben. Okay. Ja. Wunderbar. So, das wär's. Ich möchte mich recht herzlich bedanken und freue mich. Die Zeit rennt. In 3 Wochen ist es soweit. Und da habe ich noch was dazwischen zu sagen. Sorry, ja, dass ich unterbreche. Viele Menschen denken einfach, okay, das hat noch Zeit oder so. Nein, es hat nicht Zeit. Das weiß der Michael am besten. Aus organisatorischen Gründen können wir selbstverständlich noch größere Seele ummodeln, sage ich mal so, wenn die Teilnehmerzahl selbstverständlich noch größer wird. Jetzt sind wir bei einem ca. 600er Saal und es ist darum wichtig, dass die Menschen sich anmelden. Ja, genau. Ja. Ich denke auch, dass man kann das einplanen, weil man geht ja auch mit einer bestimmten Einstellung dahin. Es ist ja nicht einfach was wie ins Kino oder ins Theater, dass man sich vielleicht auch ein bisschen vorher drauf einstimmt und es wäre sehr schön, wenn ihr euch das vorher überlegt und dann einfach den Platz reserviert, dass hinterher auch jeder Platz hat und dass niemand stehen muss. Ne? Genau, einfach anmelden, so wie es eben auch ausgeschrieben steht, über E-Mail oder eben über das Telefon, das angegeben ist. Ja, das wäre wunderbar. Das wäre wunderbar. Organisatorisch gesehen wunderbar. Würde jede Arbeit vieles erleichtern. So, vielen Dank für die Ergänzung. Ja. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns. Ja. Gut. Wir sehen uns dann in Basel. Dankeschön. Ja, danke.